Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal sind wir unterwegs auf Yavin 4 mit den Rebellen. Und heute soll es gar nicht so sehr ums Gameplay gehen, denn ich habe extrem viele Themen mit dabei. Wir machen heute so eine Art Themenhopping. Was geht ab auf dem Kanal? Was ist so, was steht so in der näheren Zukunft irgendwie an? Was kommt so an Projekten? Was kommt wieder? Was gibt's allgemein Neues so zu erzählen? Was gibt's in meinem Leben? Und so weiter. Und dafür ist das Video heute da. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich werde so ein bisschen hin und her springen, deswegen schaltet nicht direkt ab, wenn irgendwie das erste Thema euch nicht so ganz interessiert. Denn ich habe relativ viel zu erzählen, denke ich zumindest. An erster Stelle, man sieht ja auf dem Thumbnail so ein bisschen was, was allen erwarten kann. Ne? Einerseits, es kommt wieder XCOM Star Wars. Es haben mich viele Leute gefragt, macht doch nochmal wieder sowas. Ne? Das ist so eine Art Taktikspiel mit so einem kleinen Team. Und das Ganze in so einer Star Wars Total Conversion. Das heißt, man hat da so coole Kloneinheiten. Und in diesem Fall hat man tatsächlich sogar auch Jedi. Denn ich habe das Ganze nochmal komplett neu überarbeitet. Mit neuen Modifikationen und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen lasst euch drauf ein. Auch die Leute, die jetzt damals vielleicht das ganze Projekt nicht verfolgt haben. Ist nicht schlimm, weil ich werde das komplett nochmal von neu aufziehen. Nochmal so neu alles erklären, nochmal neu alles zeigen und wie gesagt, es sind auch komplett neue Mods dabei. Das heißt, man kann da jetzt auch mit Jedi spielen und seinen Jedi-Trupp ausbilden und hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, seine Soldaten zu verbessern. Und wie gesagt, das Ganze angesiedelt in den Klonkriegen. Die Klone spielt, also die Republik spielt man selber gegen die Separatisten. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Startet direkt morgen schon am Freitag und am Samstag gibt es dann auch schon was ganz Spezielles. Man sieht ja auf dem Thumbnail, was hier noch so drauf ist, ne? Vielleicht was mit den kleinen Lego-Männern. Denn am Samstag kommt ein ganz spezielles Projekt. Darüber werde ich jetzt nicht großartig was erzählen. Aber ich habe da richtig, richtig, richtig hart Bock drauf. Und das wird wieder was ganz, ganz, ganz Besonderes. Hat man so in der Form noch nicht gehabt auf dem Kanal. Natürlich, Lego Star Wars habe ich schon mal gespielt, ne? Die komplette Saga wird sein. Aber es ist mit einem ganz interessanten Kniff drin auf jeden Fall. Ne? Deswegen, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Das startet am Samstag. Und wie gesagt, das wird was richtig Spezielles werden und da werde ich auch schauen, wie das ankommt und je nachdem entscheiden, inwiefern solche Projekte, solche richtig größeren Projekte, weil das ist echt aufwendig und groß, ja auch noch weiter existieren werden, aber ich gehe mal davon aus, das wird ganz gut klappen und laufen. Ansonsten Stichwort Samstag, warum kommt das denn Samstag oder allgemein, wie sieht Samstag aus? Bei mir privat, Samstag ist privat für mich ein bisschen schwierig, deswegen werde ich da auch so ein großes Projekt starten, denn ich bin selber unterwegs an dem Tag. Und bin da helfend bei meinem Bruder, der ist umgezogen oder der zieht jetzt um in sein Haus. Er hat ein Haus gebaut, mein Gott. Und der braucht da Hilfe zum Boden verlegen und Fußleisten machen und tapezieren und streichen und natürlich auch den Umzug im Allgemeinen. Das heißt Schränke abbauen, Schränke wieder aufbauen und blabli bla. Ja, das wird nicht so entspannt werden, aber nun gut, ne? Gehört halt irgendwo dazu. Da sind dann auch ein paar Friends von ihm und mir im Allgemeinen so dabei. Und wird wahrscheinlich anstrengend werden, aber mal gucken, wie viel man das schafft. Deswegen werden Samstag an sich sonst keine Streams oder ähnliches kommen. Aber wie gesagt, dieses spezielle Projekt startet dort und eventuell werde ich auch nochmal so ein kleineres Video oder sowas machen, irgendwie was dann am Abend kommt oder so. Wird man ja sehen auf jeden Fall. Aber daher nicht wundern, falls ich dann irgendwie Samstag gar nicht streamen werde. Was allerdings davor noch stattfinden wird, oder ist es zumindest jetzt momentan noch geplant, ist die allererste Watch Party. Und die findet auf Twitch statt. Ich streame ja mittlerweile auch ja fast täglich eigentlich auf Twitch. Und das macht mir super, super viel Spaß. Auf Twitch hat man mehrere Möglichkeiten als bei YouTube. Und eine davon ist halt auch eben diese Watch Party. Jetzt werden sich manche fragen, ja, was ist denn überhaupt diese Watch Party? Was genau macht man da? Oder was heißt das? Bei dieser Watch Party kann man Filme zusammen im Stream angucken. Das heißt, wir schauen dann einfach einen Film an. Und darüber kann ich dann noch quatschen und ein bisschen reden und so ein bisschen was erzählen. Und man kann im Chat schreiben und so weiter. Problem hierbei ist, es gehen nur Amazon Prime Filme. Das heißt, man braucht erstens, um da teilzunehmen, Amazon Prime. Manche von euch werden es haben, andere nicht. Da kann ich leider jetzt gar nichts dran ändern. Das liegt alles damit zusammen, dass Twitch und Amazon halt irgendwie zusammen... Also ich glaube, Amazon hat Twitch irgendwann mal aufgekauft. Deswegen ist das halt so. Das heißt, irgendwie Star Wars-mäßige Sachen kann man da natürlich nicht gucken. Was ich gerne gucken würde, wäre Indiana Jones, der dritte Teil. Ich denke mal, viele Leute kennen Indiana Jones, oder? Ich denke mal, das ist doch ein Ding, ey. Indiana Jones kennt man doch, oder? Ich denke mal. Und den dritten Teil finde ich persönlich am coolsten. Ich mag den total gerne. Man wird mir ein paar Leute schnappen und den dann zusammen angucken. Wir werden so ein bisschen ja, das Ganze bequatschen, was uns cool gefällt, was uns gut gefällt, was uns nicht so gut gefällt. Allgemein, so diese typischen Sachen, wie wenn man halt so einen Filmabend hat mit ein paar Kumpels und dann sitzt man da so und quatscht so ein bisschen über den Film. Wir kennen den alle schon, also wenn man den jetzt komplett noch nicht gar nicht kennt, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil man uns dann häufiger mal quatschen hört, gehe ich mal davon aus. Aber nun gut, das wäre auf jeden Fall auch geplant für Freitag. Wer da mitmachen möchte, wie gesagt, ganz einfach.
sein Twitch verbinden mit Amazon Prime. Anders ist es leider nicht möglich. Ich musste natürlich auch meinen Twitch verbinden mit Amazon Prime. Und dann kann man halt diese Prime Instant Video Bibliothek nutzen und sich dann da halt Filme und Serien theoretisch alles gemeinsam angucken. Bloß, wie gesagt, es gibt jetzt nicht irgendwie was Star Wars-mäßiges. Und ich denke mal, Indiana Jones ist zugänglich, ist cool. Kennt fast jeder. Vielleicht kennt ihr es noch nicht, aber ich kann es eigentlich empfehlen. Indiana Jones sind eigentlich ganz coole Teile. Der vierte Teil fällt da vielleicht so ein bisschen aus der Reihe. Aber die ersten drei doch auf jeden Fall. Und die machen doch auf jeden Fall auch richtig, richtig Spaß zu schauen. Ansonsten, was hätten wir denn noch, worüber wir so ein bisschen quatschen können? Wäre noch SWTOR. Für die Leute, die Star Wars The Old Republic nicht kennen, ein riesengroßes Online-Rollenspiel im Star Wars-Universum, spielt zur Zeit der Alten Republik. Das habe ich jetzt letzten Montag quasi durchgespielt. Also, ja, was heißt durchgespielt? Also die Story beendet. Und wir fangen da noch mit einem neuen Charakter an. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Das Ganze werden wir wahrscheinlich jetzt in Zukunft ab immer Dienstagabend, also um 20 Uhr streamen, wo eigentlich der Duo-Dienstag war. Denn wir machen das Ganze dann auch zusammen mit wahrscheinlich Twissy und Thane, dass wir dann irgendwie zusammen unseren Charakter hochspielen. Wir werden dann nochmal mit dem Jedi-Ritter höchstwahrscheinlich anfangen. Und da kann man dann natürlich auch mit uns mitlaufen und dann da irgendwie mit dem Charakter hochspielen und halt einfach Spaß haben in der Star-Wars-Welt. Und ich weiß nicht, ich fand das eigentlich immer ganz entspannt, zusammen mit euch und den Leuten da. Und da hat man ja auch eine Gilde und da kann man sich auch unterhalten und chatten und so ein bisschen Themen bequatschen. Das war eigentlich recht, wie gesagt, recht entspannt. Man hat auch noch eine coole Geschichte dazu. Man wird dann auch noch die DLC spielen. Ich habe da auf jeden Fall richtig, richtig hart Bock drauf. Und also ich denke mal, als SWTOR werden wir auf jeden Fall erstmal so weiter durchziehen, wie es jetzt bisher war. Bloß wie gesagt, der Tag ändert sich wahrscheinlich auf Dienstag. Ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten Tag machen. Wir werden es mal sehen. Erstmal halten wir so Dienstag fest. Und dann werden wir ja mal gucken, wie das ankommt und weiterläuft. Und ne, ob das auch von dem Timing her und von den anderen Leuten, die so mitspielen wollen, her passt. Aber ich denke mal eigentlich, das klappt ganz gut. Ansonsten für die Leute, die mal fragen, ja, Star Wars Battlefront 2 wird natürlich weiter auf dem Kanal kommen. Das ist auch irgendwie mal so eine Sache von wegen, warum machst du jetzt, hörst du jetzt auf und änderst alles um? Nein, 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 alles cool. Ich ändere hier nicht das komplette Konzept um oder so. Da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen oder sowas. Ansonsten, was jetzt so auf lange Frist geplant ist, an irgendwelchen Sachen spielen, Content oder sowas, natürlich, wenn irgendwas zu Star Wars rauskommt, ne, sei es jetzt Lego Star Wars, dass dazu endlich mal was kommt. Sei es jetzt das Star Wars Hunters in irgendeiner Form, habe ich ja schon mal drüber berichtet, dass das in irgendeiner Form schon 2021 spielbar ist mit irgendeinem Soft-Boot. Also dass das quasi irgendwo ja so ne, für irgendwelche Betas oder sowas offen ist oder dass man es testweise mal spielen kann, werde ich natürlich alles machen. Ich werde mich darum bemühen, da alles abzudecken. Und da hätte ich ja natürlich auch sowieso allgemein Interesse dran. Und ansonsten, was noch rauskommt, wäre sowas wie Battlefield, Halo, ne, da hätte ich auf jeden Fall auch Interesse dran. Bei Battlefield steht jetzt sowieso schon relativ bald die Beta an, ich glaube, das ist irgendwann Anfang September, oder? Da hätte ich auf jeden Fall auch echt Lust drauf. Und da kann man natürlich dann auch gerne wieder mitspielen und da kann man dann zusammen irgendwas erleben und hoffentlich dann auch irgendwie ein relativ großes Quad oder sowas erstellen, irgendwelche Clans erstellen, ich weiß nicht genau, wie das da abläuft. Vielleicht auch irgendwas mit eigenem Server erstellen oder halt hosten oder mieten oder wie auch immer das da funktionieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Battlefield sah bis jetzt eigentlich echt sehr, sehr cool aus und so als großes Multiplayer-Spiel im Jahr 2021 dann eigentlich ja eine richtig gute Wahl, würde ich fast behaupten. Also ich hab richtig Interesse dran und ich hoffe mal ja auch, weil dann kann man da halt relativ viel zusammenspielen. Ansonsten hätte ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr sonst großartig sehr viel zu erzählen. Außer jetzt das Star Wars Anime-Ding, also Star Wars Visions, ist jetzt ja ein Trailer rausgekommen. Bin ich persönlich richtig, richtig geil. Habe ich aber auch schon ein gesondertes Video gemacht. Ich denke mal, da brauche ich jetzt nicht großartig drüber reden. Aber ich persönlich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Bin aber auch allgemein Fan von Animes. Von daher habe ich jetzt kein Problem mit dem Stil oder sage irgendwie so, ah, das ist, gefällt mir nicht, ist mir zu überzeichnet oder, ne? Diese typischen Probleme, die man so bei Anime kennt. Die habe ich da jetzt zumindest nicht. Und von daher, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, was da so rauskommt. Vielleicht kommt ja auch bald schon irgendwas zu Book of Boba Fett, was Näheres. Und dann kann man darüber auch mal ein bisschen quatschen. Aber ansonsten, wäre es das jetzt momentan mit allgemein diesem ganzen Themenhopping. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr ein Ohr abgequatscht. Das war es auf jeden Fall mit dieser weiteren Folge. Und ich bedanke mich daher fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.